Hallo und herzlich willkommen heute mal zu einer etwas anderen Folge von Portal Knights. Es begrüßt euch Milena. Yay. Hallo. Und Jamie. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das ist es. Also, wir stehen in Hoppingen, in unserem kleinen Städtchen. Was wir hier von Anfang an, seitdem das Spiel im Early Access ist, aufgebaut haben. Da gab es noch keine Inselwelten zu bauen und deswegen ist es der Junkershügel und wir haben hier nie ein Portal aktiviert. Genau, weswegen hier auch keine Nachtgegner spawnen. Genau, mittlerweile ist das natürlich alles anders. So viel ist hier in diesem Spiel passiert. Aber das ist gar nicht der Grund, weswegen wir hier sind, sondern wir sind hier heute wegen dem Umhang der Flügel. Genau. Genau, denn wir wollen euch zeigen, wo wir das Rezept für diese tollen Flügel herbekommen. Mit denen kann man besonders weit springen und man hat auch irgendwie 50% weniger Fallschaden. Mhm. Genau, plus 50% Fallschaden, plus 50% Schwerkraft. Und die bekommt man... Hey, wo willst du hin? Ich springe hier mal runter und gar kein Fallschaden. So, die bekommt man nämlich... beim Schattenkönig. Oh ja. Den muss man besiegen. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ihn dort zu bekommen. Heißt, man muss es wahrscheinlich öfter tun. Mhm. Oh ja, das war ja klar, das war zu weit. Aber gar kein Problem, ich bin ja hier overpower-leveled. Ich bin nämlich mit der Kriegerin eingeloggt. Also ihr Lieben, das bedeutet, wir sehen uns wieder beim Schattenkönig. Schattenkönig. So, wir sind allerdings mit anderen Charakteren eingeloggt, was ja völlig egal ist. Genau. Denn diese haben natürlich auch schon eine höhere Stufe. Meiner hat schon Stufe 29. Allerdings ist das auch der Krieger. Ich hätte lieber mit dem Waldläufer gespielt, aber jetzt noch alles umzutauschen. Und außerdem findet ja Jamie das lustig, wenn ich die ganze Zeit hinterherrennen muss und den nicht treffe. Das sollte hier keine lange Nummer werden, denn sollten wir ihn öfter besiegen müssen, werdet ihr euch das nicht angucken müssen, brauchen. Also, ich würde sagen, auf geht's! Hallo! Ching, 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 ching. Ich habe meine Titanium-Meisterbelle-Liste! Yay! Yeah. Geschafft! Bin fort mit dir! So, das böse besiegt. Moment, nicht bewegt. Oh, einen coolen Umhang haben wir hier. Mhm. Aber ein Rezept sehe ich jetzt nicht. Nee, ich auch nicht. Ah, nein! Nein! Hoppla! Hi! Wiedersehen macht Freude! Ja! Ich bin umgeben von Schattenprinz, Königin. Oh, cool! Und so weiter. Jetzt sind es nur 3 Kristalle. Okay. Und jetzt nicht in das blaue Ding reinlaufen. Ja, sorry. Nicht bewegen. Immer noch nicht. Aber ja, wir haben schon geschafft. Jo. Und wehe, du spuckst jetzt kein Rezept aus. Wehe. Dann kommen wir wieder und erledigen dich nochmal. So. Boah, ich raste aus. Also. Ja, nein. Da. Nein. Was darf denn wohl nicht wahr sein? Ich kann es nicht mehr lesen, das Böse besiegt. Ich auch nicht. Runde 12. Ja, Runde 12. Wir sehen noch Freude und so. Gib uns jetzt das Rezept. Das Rezept. Schon wieder kein Rezept. Das gibt's doch nicht. Ching, 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 ching und so. Weißt du noch, wie oft wir ihn erledigen mussten, um das erste Rezept zu bekommen? Das ist eine gute Frage. Ich befürchte, wir haben es vergessen, weil sonst hätten wir uns nicht nochmal vorgenommen, es nochmal zu tun. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Nachdem wir den jetzt zum 15. oder 16. Mal erledigt haben, gibt es immer noch kein Rezept. Heul. Ich habe sogar ein Dingsbums bekommen, weil ich nicht getroffen wurde von ihm. Was? Schon wieder kein Rezept. Ja. Ich blieb aus. Dafür habe ich noch ein paar Titanenpfeildinger und aber. Und die soll ich dir mal was sagen? Fang mich doch. Fang mich doch. Das ist eine coole Fang Trophäe. Außerdem werden wir reich.
Hatte ich schon, glaube ich, irgendwo erwähnt. Ja. Aber wir müssen das jetzt nochmal machen. Cool. Wuhu! Yay. So, Rezept. So, nach dem 27. Mal wäre es jetzt echt nice, wenn wir endlich das Rezept bekommen. Oh, komm. Bitte. Bitte. Los, lass es fallen. Oh, 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 oh. Das ist aber nur diese Schriftrolle gewesen, oder? Mhm. Tsching, tsching. Ja. Oh, nicht bewegen. Alter, was ist das für ein Schwert? Oh! Ein lilanes Schwert. Lila? Wow. Wie heißt es? Hat es einen Namen? Moment. Wo ist es? Es ist für den Magier. Oh! Der Sternenglauben ist es. Und welche besondere Kraft? Der hat Hochgeschwindigkeitsmagie, 40% Chance, nachdem ein Gegner besiegt wurde, die Abklingzeit von Zaubern zurückzusetzen. Mhm. Und erteilt Dunkelschaden stark gegen Licht und Mana-Regeneration plus 20 und Mana plus 100. Zieh dir das mal rein. Die kannst du nehmen. Das brauche ich. Schnell, nimm es. Ja. Okay. Boah. Kannst du für deinen Magier nehmen, ne? Ja. Okay, weiter geht's. Jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Toll. Ja, sehr cool. Oh, hier fällt auch so einiges runter. Mal gucken. Nee, das ist schon wieder... Oh mein Gott, wir haben es! Nein. Ja! Nein. Jetzt, wo du runtergefallen bist. Ich habe es. Ein Rezept für Umhang der Flügel. Wehe, das Aufnahmeprogramm läuft jetzt nicht. Ich flipp aus. Okay. Darf ich's haben? Du hast es schon gelernt. Da ist es. Rezept für Umhang der Flügel. Aber soll ich euch mal was sagen? Also ihr dürft echt nicht verzagen, ne? Zeig mal her. Ich habe 52 Astralherzen. Das heißt, wir haben den 52 Mal plus... Wie viele Astralherzen hast du? Also wir haben genau 60 Mal. Boah, krass. Wir haben irgendwann mal angefangen mitzuzählen. Aber wie dem auch sei, wir haben es geschafft. Das ist ja wohl der obermordsmäßige Knaller. So, damit es nicht runterfällt, kommen wir jetzt hier hin. Dann schmeiße ich es dir raus. Ich habe es nämlich schon erlernt. Deswegen bekommt Jamie das Rezept jetzt. Genau, Umhang für Rezept der Flügel. Genau. Aber Umhang wir wollten für Rezept der Flügel, genau. Wir wollten es auf jeden Fall... mit auf der Aufnahme haben, dass man es hier tatsächlich bekommt. Aber es ist wirklich ziemlich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und oh mein Gott, die Wahrscheinlichkeit ist sowas von gering. Ja, aber ich meine, hey, damit können wir jetzt mit Astralherzen um uns schmeißen. Ja, mein Charakter hat über 20.000, ich habe schon 10.000 für den Boxer ausgegeben. Ach, ich verquatsch mich hier. Wisst ihr was, wir sehen uns in Hobbing wieder. Und dort werden wir die Flügel dann noch einmal herstellen. Also bis gleich. Bis gleich. So, da wären wir in Hobbingen, wo gerade Nacht ist. Und wir haben uns mal kurz hingepflanzt, aber wir müssen natürlich jetzt noch ein bisschen was arbeiten. Genau. Und zwar brauchen wir den Skizziertisch auf höchster Stufe. Ist meiner schon auf höchster Stufe? Ich glaube, ja. Ist zumindest aus Titan. Dürfte auch die höchste Stufe dann sein. Und... dann brauchen wir 20 mal den Kristallfaden, 4 mal veredelter Sonnendiamant und 4 mal den Energiekristall. Das habe ich alles jetzt schon mal zusammengesucht. Und jetzt stellen wir das her. Jetzt müssen wir noch 3 Minuten warten. 3 Minuten dauert das? Jamie macht ein bisschen Party nebenbei. Ja. Wir könnten jetzt einfach die Zeit vorspulen. Wir könnten aber auch hier ein bisschen uns rumtreiben. Aber ich glaube, für euch ist es angenehmer. Ja. Wenn wir einfach die Zeit vorspulen. Ja. Also, sprich, ich schneide das für euch raus. Ja. Das heißt, wir sehen uns... gleich wieder. Yay. So, da wären sie fertig. Wuhu. Wuhu. Da haben wir sie. Nochmal, den Umhang der Flügel. Cool. Sehr cool. Die werden wir jetzt auf jeden Fall wo anbringen, was wir jetzt noch nicht erwähnen dürfen. Genau. Und theoretisch könntest du auch noch welche haben für deinen Magier, wenn du möchtest. Ja, können wir uns ein anderes Mal auch mal machen, ja. Okay, na gut, ihr Lieben. Das war es eigentlich auch schon. Ja, wir hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt uns gerne
etwas in die Kommentare. Ansonsten Däumchen werden Träumchen und tschö mit Ö. Tschüss.